She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. Was geht, Freunde? Willkommen zur Bundesliga-Preview des 7. Bundesliga-Spieltags. Der allerletzte Spieltag vor der ersten Länderspielpause. Dem Horrorwort eines jeden Fantasy-Managers oder eines jeden Fußballfans. Denn keiner hat wirklich Bock, jetzt zwei Wochen lang keinen Matchday zu haben. Aber naja, müssen wir durch. Von daher geben wir unser Bestes. Wenn euch das Ganze gefällt heute, dann lasst gerne nochmal ein Like auf dem Video da. Morgen am Freitag gibt es natürlich nochmal einen Livestream, wo wir nochmal alle Fragen beantworten werden, wo ihr eure finalen Fragen für die Länderspielpause, für euer Team und so weiter klären könnt, gerne um 15 Uhr hier auf YouTube abchecken. Genau, mein Team seht ihr bereits, es hat sich ein bisschen was getan, jetzt nicht doll. Im Vergleich zur letzten Woche gehen wir natürlich wie immer alles durch. Wir haben Patrick Wimmer verpflichtet für 8 Millionen. Da habe ich jetzt schon einen kleinen Profit gemacht. Der würde bei die LSP auf jeden Fall richtig doll steigen. Vielleicht kriegt er am Wochenende schon ein paar Minuten. Ich habe noch nicht die PKs gehört. Ich muss das Ganze hier am Mittwoch vorproduzieren. Dementsprechend fehlen mir noch die Aufstellung und so weiter von Dortmund und so weiter, weil die heute Abend nochmal Champions League spielen, genauso wie RB Leipzig. Aber im Normalfall dürfte da keiner meiner Spieler betroffen sein. Patrick Wimmer auf jeden Fall schon mal eine coole Neuverpflichtung. Dann gehe ich eventuell den Gamble ein mit Mitchell Bakker. 5,4 Millionen hat jetzt sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League auf der Bank gesessen. Kann man natürlich auch so sehen, dass man sich denkt, jo, der Typ ist einfach scheiße. Ich weiß das selber, aber Matchup ist ganz passabel gegen Bremen zu Hause. Von daher eventuell gehe ich den Gamble ein, denn dann könnte ich Matriciani halten für den Marktwert, für die Marktwertsteigerung und würde dafür Gerrit Holtmann abgeben. Ich würde natürlich lieber Gerrit Holtmann als Mitchell Bakker behalten, aber irgendwo muss ich natürlich kleine finanzielle Defizite eingehen und ja, das ist aktuell wahrscheinlich sogar die adäquatste Wahl, die ich da wählen kann. Ja, in der Verteidigung habt ihr ja gesehen, wenn ihr die MTG verfolgt habt, Maxim Leitsch für Marktwert bekommen und Rami Benzebaini habe ich für 24,1 Millionen gekauft. Da hat die Liga ein bisschen geschlafen. Ich habe dafür meinen Simacon und meinen Joveleo abgegeben. Also insgesamt denke ich ein sehr passabler Swap, hier meinen Benzo und mit Leitsch nochmal neu in den Spieltag reingehen zu können. Und ja, Matriciani habe ich eigentlich nur zum Traden geholt, aber Brunner fällt erneut im Teamtraining aus. Wie gesagt, vielleicht habt ihr schon weitere Infos. Heute am Mittwoch gibt es bisher noch keine Info, dass er ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. Von daher stehen die Chancen gar nicht schlecht, dass Matriciani spielen wird. Und auch wenn es gegen Dortmund geht, ich bin da trotzdem zuversichtlich, dass da wenigstens 30, 40 Punkte bei rumkommen, was natürlich für den Preis ziemlich cool wäre. Genau, und ja, dementsprechend, so stellt sich das Team auf. Ich bin tatsächlich eigentlich ziemlich zufrieden. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, von dem Szenario, dass Brunner ausfallen sollte, Matriciani spielt, dass ein Bakker eventuell spielt und dass ein Wimmer noch Minuten bekommt, dann habe ich, ja, 11 spielende Spieler, vielleicht nicht alle in der Startelf, aber ich bin sehr zufrieden für die Länderspielpause, weil da auch viele Spieler dabei sind, die steigen werden, wie zum Beispiel ein Wimmer, ein Bakker, auch ein Leitsch wird steigen, Matriciani wird steigen. Also mit dem Team wäre ich grundsätzlich auf jeden Fall sehr zufrieden. Mal gucken, ob ich es so halten kann, dass wenn ja noch im Laufe der Woche sehen und natürlich, ihr werdet es Freitag im Stream sehen oder Freitagabend auf Instagram, meine finalen Teams, wie immer. Ja, damit bin ich eigentlich sehr zufrieden. Transfertechnisch hat sich in der Woche eigentlich nicht allzu viel getan. Wir können noch mal gerne hier kurz auf meine Transfers gucken. 257, damit habe ich den 250 Transfers Erfolg auch erschnappen können. Und ja, ihr seht es hier, Simacon, Joveleo weg für Leitsch und Rami Benzebaini. War kein Swap-Deal, Benze war vom Markt und Simacon habe ich dann an Hannes verkauft und dann noch Joveleo und Leitsch getauscht, damit er nochmal einen günstigeren Verteidiger hat. Im Nachhinein, ich bräuchte meinen Joveleo eigentlich sehr, aber was soll ich machen? Jetzt ist es zu spät, jetzt muss ich da durch. Ja, ansonsten hat sich in der Woche eigentlich nicht viel getan. Trading-mäßig hat es ganz gut geklappt. Also Schindler habe ich Profit gemacht, Behrens habe ich Profit gemacht. Und ansonsten habe ich, glaube ich, auch Matriciani habe ich auch Profit gemacht. Also auf jeden Fall eine sehr gute Woche, eine sehr gute Kickbase-Woche. Gibt mir ein gutes Gefühl fürs Wochenende. Von daher können wir direkt reingehen in die Matchups und damit auch in den Spieltag. Let's go. Und beginnen natürlich wie immer mit dem Freitagabendspiel Mainz 05 gegen Hertha BSC. Nicht Berlin, sondern Hertha BSC einfach nur. Ja, bei den Mainzern fällt natürlich Robin Hack aus. Ich habe im Rückblick, deswegen lohnt es sich auch immer für die Leute, die nur die Preview angucken, sich auch die Bundesliga-Rückblicke von mir anzugucken. Denn da teaser ich immer solche Sachen an. Ich habe direkt gesagt, Niklas Tauer ist da meiner Ansicht nach konkurrenzlos. Ich weiß, dass Charky als Hinteroption gelistet wird, aber Charky hat bisher so wenig Minuten bekommen. Und auch in der roten Karte, ja, Szene gegen Leverkusen wurde auch Tauer eingewechselt. Von daher wird da kein Weg dran vorbeiführen, dass Tauer meiner Ansicht nach da den Spot bekommt. Jetzt auch am Wochenende ist er reingekommen zur Halbzeit. Also Tauer wird das spielen, 100%.
Und ansonsten sieht es eigentlich ganz passabel aus. Johnny Burkhardt wird den Mainzern wehtun, der wird noch fehlen. Aber insgesamt dürfte man da doch mit einer schlagkräftigen Truppe antreten. Bei der Herthanern fällt keiner aus, man hat den gewohnten Sturm. Den Super-Sub Marco Richter, der da auch wieder reinkommen würde auf jeden Fall. Ja, wird ein enges Spiel. Ich habe ja immer sehr doll auf die Mainzer Heimqualität plädiert. Das ist bisher noch nicht vorhanden. Gerade das 0:3 gegen Leverkusen zerreißt ja die Statistik komplett. Dafür sind die Mainzer gefühlt auswärts dieses Jahr richtig stark. Ja, in dem Spiel, ich denke trotzdem, Mainz ist zu Hause immer noch eine bockstarke Mannschaft. Ob sie das Ding gewinnen werden, kann ich mir nicht vorstellen, weil die Hertha, muss man fairerweise auch sagen, Hertha spielt es aktuell sehr, sehr gut. Und von daher muss man da auch mal Lob aussprechen. Ich gehe mit einem 1:1. Ich glaube, beide Mannschaften werden sich hier mit einem Unentschieden trennen und beide Mannschaften können damit auch super letzten Endes leben. What's to watch dann für mich Anton Stach, der zurückkehren sollte in die Startelf. Und ihr wisst es, Anton Stach ist einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste Spieler im Mainzer System. Das wird ganz, ganz wichtig für Mainz 05 sein, dass der zurückkommt. Von daher ist der für mich auch der Once to Watch. Dann kommen wir direkt endlich. So, ich bin komplett unparteiisch, was das angeht, aber es ist einfach schön, wieder das Revierderby zu haben. Richtig geil. Dortmund gegen Schalke, diesmal im Signal Iduna Park. Und Man muss natürlich sagen, in der Vergangenheit war das, ja, spielerisch ein bisschen enger beieinander. Wobei man auch dieses Jahr fairerweise sagen muss, Dortmund in einer relativ schwachen Form, was spielerisch angeht, nicht was Punkte angeht. Die stehen ganz gut in der Tabelle da, nicht falsch verstehen, aber spielerisch ist das Ganze bisher noch sehr, ja, sehr mau, will ich behaupten. Dafür ist Schalke aber umso besser aktuell. Die gefallen mir ziemlich gut, die kriegen da relativ viel gut auf den Platz und von daher könnte das ein engeres Spiel werden, als man persönlich denkt. Wie gesagt, ich habe die Aufstellung nicht gesehen. Ich denke, in der Innenverteidigerposition sollten heute Abend, was weiß ich, Hummels und Schlotterbeck starten, dann wird Süle am Wochenende wieder für Hummels starten. Der von Hummels und Süle nicht startet, wird am Wochenende starten, das ist meine Prognose. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin einfach froh, dass es das Revierderby wieder gibt. Ich finde es schade, dass es nicht das 18.30 Uhr Spiel ist, aber naja. Ich denke, der BVB wird das machen. Ich habe auch gesagt, ich sehe da schon spielerisch jetzt den BVB nicht so krank vorne. Also ich sehe die jetzt nicht mit einem 4-0 oder so. 3-1 werden sie aber für mich schon gewinnen, weil dafür ist Schalke auch spielerisch einfach noch nicht gut genug. Die brauchen noch ein, zwei Jahre, um sich wieder in der Bundesliga zu etablieren, was schön wäre. Aber Stand jetzt ist der BVB einfach kaderqualitätsmäßig weit vorne. Von daher glaube ich hier an einen 3-1-Heimsieg für den BVB. Und weil ich noch einmal die Chance habe, Anthony Modest, der Wants to Watch, Freunde, der muss doch endlich mal hier seine nächste Hütte machen. Da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Irgendein Tap-In wird da schon dabei sein. Wenn er es nicht hier macht, dann weiß ich auch nicht, wann er sonst seine Tore machen soll. Von daher Anthony Modest, mein Wants to Watch, und Dortmund gewinnt das Ding mit 3:1. Kommen wir zu Leverkusen gegen Bremen. Ja, Leverkusen, wir wissen alle nicht, was mit denen los ist. Die haben gestern gegen Atletico, oder für euch vorgestern gegen Atletico Madrid, einfach 2:0 in der Champions League gewonnen. Gegen Atletico Madrid, eine Mannschaft, die letztes Jahr im Viertelfinale war. Das ist so absurd. Mit einem guten Spiel. Ich meine, man muss ehrlicherweise sagen, man hat Atletico nicht in die Karten gespielt. Man hat es halt so gespielt, dass Atletico das Spiel machen muss. Und man halt eben merkt, das ist absolut nicht deren Spiel. Dann haben die immer Probleme. Darum soll es aber nicht gehen. Gegen Bremen wird es ähnlich sein. Wobei Bremen wahrscheinlich sogar, klingt krass, aber Bremen wird definitiv mehr vom Ball haben als Atletico Madrid, weil sie einfach das Spiel auch mehr an sich reißen. Das liegt aber den Leverkusen dann auf jeden Fall nicht verkehrt. Also das würde ich schon behaupten, dass sie da gerade über die schnellen Konter natürlich prädestiniert sind, da gute Chancen zu erspielen. Hat man jetzt auch gesehen, Frimpong, Diaby, Callum Hudson-Odoi, das war halt genau diese Spielidee, die Leverkusen auch vermitteln will. Hat dann gegen Atletico zweimal gut funktioniert. Und ich denke auch gegen Bremen wird das eine Waffe sein. Von daher Leverkusen schon für mich der Favorit in diesem Spiel, wobei man ehrlicherweise sagen muss, auch hier Bremen spielt eine tolle Saison. Die werden wahnsinnig viel aufs Tor ballern. Das heißt, ich kann mir auch vorstellen, dass Lukas Radetzky endlich mal ein cooles Spiel hat. Das würde ich sogar behaupten. Und ja, Bremen wird gut mitspielen. Ich glaube aber letzten Endes an den Heimsieg für Bayer Leverkusen. Ich gehe mit einem 2-1 Heimsieg und denke, das sollten die Leverkusener dann doch letzten Endes für sich entscheiden, weil sie da einfach aktuell dann doch langsam in diese gefestigte Phase reinkommen. Once to watch ist der angesprochene Frimpong, der in der Champions League geschont wurde für, ich glaube, 67 Minuten oder so. Und dementsprechend damit vollem Saft gegen Bremen antreten kann. Es wird auch wichtig sein gegen einen relativ langsamen Anthony Jung. Mal sehen, ob man dann einen taktischen Switch zu Buchanan macht, was für mich Sinn machen würde. Aber ist natürlich auch mit Risiko verbunden. Deswegen glaube ich eher nicht, dass das passieren wird. Der wird gegen Anthony Jung einen unfassbaren Tempovorteil haben und da auf jeden Fall die ein oder andere Chance kreieren. Von daher Frimpong für mich der Wants to Watch in diesem Spiel. Egal, ob Leverkusen 3- oder 4er-Kette spielt. Augsburg-Bayern. Auch immer ein Spiel, das sehr interessant ist. Man denkt immer, ja gut, okay, wie soll Augsburg hier auch nur annähernd was machen? Und dann schaffen sie es immer über sehr, sehr qualitativ hochwertige Konter gegen Bayern was auszuspielen.
Da fehlt aber für mich ein wichtiger Mann und das ist André Hahn. Der fehlt für mich komplett. Ich weiß, er ist hier als Alternative gelistet, aber er ist halt aktuell noch nicht im Spiel drin. Und das war für mich immer jemand, der gegen Bayern ein sehr wichtiges Asset für Augsburg war. Von daher glaube ich nicht, dass Augsburg hier große Chancen haben wird. Da bin ich ganz ehrlich mit euch. Bayern hat auf wichtigen Positionen auch schonen können oder in der Champions League einigermaßen geschont. Was wehtun kann, sollte Pavard ausfallen. Lucas Hernandez wird wahrscheinlich länger ausfallen durch die Verletzungen. Ihr habt wahrscheinlich die Diagnose schon. Ich gehe auf jeden Fall von den Serge Gnabry in der Startelf aus und habe ihn da auch ganz klar als Once to Watch gelistet, weil das muss man machen, wenn Serge Gnabry spielt, auch wenn es gegen den Stuttgart noch nicht so prickelnd war, wenn der spielt, muss der Once to Watch sein. Das ist ein Typ, der kann in einem Spiel mal aus dem Nix 4 Tore machen, wirklich. Also von daher, Gnabry für mich der Once to Watch und wie gesagt, ich gehe hier auch mit einem Bayern-Sieg ein souveränes 2-0. Ich glaube nicht, dass Augsburg treffen wird. Ich gehe mir, wie gesagt, mit einem souveränen 2-0 Auswärtssieg für den FC Bayern. Dann haben wir noch Stuttgart gegen Frankfurt. Frankfurt mit einem tollen Spiel gegen Marseille haben sich da den 1-0-Sieg auf jeden Fall erkämpft und auch verdient erkämpft. Jetzt geht es gegen den VfB, den Bayern-VfB. Ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Carrasso hat für mich letzte Woche ein gutes Spiel gemacht. Der ist irgendwie sehr wichtig da auf der 6er-Position. Hat das ja auch letztes Jahr zu großen Teilen gespielt. Aber wer für mich vor allem sehr wichtig sein wird und auch der wants to watch in diesem Spiel ist, ist Silas. Silas einfach, das ist genau dieser Spieler, wo man auch gegen Sporting zum Beispiel bei Frankfurt gesehen hat. Die können dieses Tempo nicht handeln. Das ist einfach super schwierig, weil sowohl Tute als auch ein Dicker jetzt nicht die mega agilsten Spieler sind. Und wenn du da eben kleine, schnelle, quirlige Spieler wie den Silas hast, die machen da wirklich absolut Randale. Und von daher glaube ich, dass der auf jeden Fall hier der wants to watch sein könnte. Trotzdem, Frankfurt wird rotieren müssen, da denke ich halt auch, könnte schwierig werden, weil die Spieler einfach müde sind, dass hier wirklich dann, Grüße an Hannes, dass hier auf jeden Fall dann wenigstens ein Punkt irgendwie bei rumspringen kann. Deswegen gehe ich auch mit einem 2-2. Ich habe mich hier für ein 2-2 entschieden. Ich glaube, das wird ein Wochenende mit vielen Unentschieden, vielen Mannschaften, die sich hier ihre Punkte teilen werden. Stuttgart-Frankfurt wird eine der beiden Mannschaften sein. Und once to watch nehme ich dann nochmal, habe ich schon gesagt, Silas Katompa im Wumpa. Gladbach gegen Leipzig, zwei Mannschaften, die dieses Jahr ungefähr auf Augenhöhe agieren bisher. Gladbach macht das einfach sehr souverän, stehen defensiv sehr kompakt, das muss man auch sagen. Auf der Leipziger Seite ein ja, irgendwie verkorkster Saisonstart und jetzt so ein komplett absurdes 3-0 gegen Dortmund. Ich glaube natürlich, dass sie die erste Garde gegen Real Madrid aufwerfen werden. Wie gesagt, ihr seid ja schon ein bisschen schlauer als ich. Ich habe die Aufstellung nicht gesehen, von daher kann ich auch Rotation nicht abschätzen. Deswegen check einfach gerne morgen den Livestream ab. Da werde ich natürlich auch auf Formationen eingehen, ein bisschen die Rotation besprechen. Das werden wir, wie gesagt, morgen um 15 Uhr hier auf YouTube im Livestream machen. Geht aber heute nicht darum, sondern erstmal um die generellen Spielverhältnisse. Egal wie Leipzig aufstellt, man kann das Spiel ja trotzdem ganz gut predikten. Beide Mannschaften, wie gesagt, defensiv für mich relativ gefestigt. Von daher glaube ich nicht, dass hier viele Tore fallen werden. Gladbach ist zu Hause relativ gut, zumindest immer relativ spieldominant, deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass sie mehr vom Ball haben werden, obwohl Marco Rose ja auch eher einen Ballbesitzfußball anstrebt. Wird interessant werden. Beide Mannschaften mit ähnlichen Ideen, mit ähnlichen Formationen, mit ähnlichen Spielansätzen. Ich gehe mit dem 1-1. Gladbach natürlich durch die Itakura-Verletzung ganz, ganz eklig und auch durch die Neuhaus-Verletzung auch ganz eklig. Sehr, sehr personalgeschwächt, aber ich glaube trotzdem, dass sie da genügend Potenzial auf dem Platz haben, um am Ende hier nochmal ein 1-1 mitzunehmen. Once to watch ist dann für mich Marvin Friedrich, einfach weil er super cheap ist. Kostet 6 Millionen, Schlag dazu. Der wird mindestens bis zur WM meiner Ansicht nach gesetzt sein. Und in meiner Hand, der wird bis zur WM gesetzt sein, 100%. Und das für 6 Millionen ist ein No-Brainer. Bei uns in der Champions League ging er gestern für knappe 10 Millionen. Ich hatte 9,8 Millionen geboten von daher, ihr wisst oder darin seht ihr, dass ich da auch wirklich Bock drauf gehabt hätte. Dann kommen wir zu drei Sonntagsspielen. Mag ich irgendwie nicht. Ich mag es lieber, wenn das in den Samstag reingepackt ist. Es macht natürlich Sinn, weil alle europäischen Mannschaften dann nochmal den Tag extra bekommen. Union gegen Wolfsburg. Kann ich mich sogar relativ kurz halten. Wolfsburg hat das letzte Woche betonmäßig gegen Frankfurt zu Ende gemauert. Und Union, wisst ihr ja, in der alten Försterei gefühlt unschlagbar. Klarer Union-Sieg. Was heißt klarer Union-Sieg? Ich gehe mit dem 1-0. Ich glaube aber, dass Union hier nichts anbrennen lassen wird. Vor allem, also die werden auf jeden Fall Punkte holen. Ob das jetzt ein 1-0, ein 2-0 oder ein 2-1 wird, könnt ihr euch dann ausmachen. Ich gehe mal vorsichtshalber mit dem 1-0, weil Wolfsburg das, wie gesagt, letzte Woche defensiv gut gemacht hat. Wants to watch Julian Ryerson. Der bringt einfach eine Energie mit, die ist komplett unmatched. Und die würde auch Wolfsburg hier nicht verteidigen können. Von daher Ryerson für mich der Wants to watch. Bochum-Köln. Ich sag erster Bochum-Sieg der Saison. Ich habe ein gutes Gefühl, Köln, die wirken extrem müde, was ja auch verständlich ist. Die haben super viele Spiele für einen
ja, muss man ehrlicherweise und fairerweise so sagen, qualitativ jetzt nicht brutalen Kader, haben die einfach, wie gesagt, ein extremes en masse an Spielen. Und von daher denke ich einfach, ich kann mir nicht vorstellen, dass Köln hier was mitnimmt. Vor allem dann auch durch den Ausfall von Kilian, der immer ein absoluter Fels da hinten drin war, ersetzt durch Soldo, der noch kein einziges Spiel auf einem wirklich hohen professionellen Niveau gemacht hat, also den kroatischen Verein, wo er gespielt hat, das ist jetzt kein wirkliches Niveau, wo man sagen würde, okay, den kannst du direkt in die Bundesliga reinschmeißen. Glaube ich einfach, Bochum hat die gute Chancen, wenn es dann gerade über diese rechte Seite geht, weil ich mir noch vorstellen kann, dass Kingsley Schindler rein rotiert, je nachdem wie morgen oder heute am Donnerstag die Conference League Aufstellung von Köln aussieht, wird Gerrit Holtmann da ein gutes Spiel machen können. Er ist auch für mich der Once to Watch, weil er relativ viel oder gefühlt alles über die Holtmann-Seite geht, gefühlt immer ein kleiner Chipball in den Raum und Holtmann ist durch und versucht den irgendwie quer zu legen. Und es wird, wie gesagt, in dem Spiel für mich auch nicht anders sein. Von daher, Gerrit Holtmann für mich der Once to Watch und ich gehe davon aus, dass Bochum hier den ersten Saisonsieg einfahren kann. Hoffenheim Freiburg dann noch das letzte Spiel, zwei Mannschaften, die wirklich überragend in die Saison gestartet sind. Beide Mannschaften mit einem Torverhältnis von 5 Punkten, beide Mannschaften mit 13 und 12 Punkten. Und Freiburg hat einmal verloren, Hoffenheim zweimal, dafür Freiburg noch einmal unentschieden gespielt. Also wirklich ein relativ ähnliches Ding, beide viermal gewonnen. Und ja, wird schwierig für mich, ist ein enges Ding. Freiburg wirkt für mich gefestigter, was die Defensive angeht. Dafür klappt einfach dieses Breitenreiter-Offensivkonstrukt, was er da wirklich toll etabliert hat in so kurzer Zeit, muss man auch ehrlicherweise sagen, klappt sehr gut. Ich bin gespannt. Ich kann direkt sagen, Once to Watch ist Ozan Kabak. Statistisch gesehen könnt ihr auch gerne auf FBref, wenn ihr nicht wisst, was es ist, ich schreibe es auch gerne nochmal in die Kommentare, wenn ich dran denke, nachschauen und einfach fbref.com eingeben. Und gebt mal Ozan Kabaks Namen ein, der Typ ist ein unfassbares Kopfballungeheuer, was schwierig sein wird, da ihr wisst es, Freiburg kommt auch viel über Flanken, viele Flanken auf Gregoritsch, ich glaube, der wird da sehr viel rausköpfen, die plus 5 geklärt, ein Sahnen und ihr wisst ja, der ist auch ein guter progressiver Spieler, von daher, ich glaube, der könnte da richtig coole Punkte machen, trotzdem geht meine Tendenz Richtung Freiburg, ich habe kurz überlegt, ob ich auf ein 1-1 gehen soll, habe mich dann aber für einen 2-1 Auswärtssieg für den SC Freiburg entschieden, ich glaube, die sind einfach nochmal den kleinen Tacken gefestigter, den kleinen Tacken souveräner. Und werden das Ding hier am Ende dann für sich entscheiden. 2-1 Auswärtssieg für Freiburg, Once to Watch, wie gesagt, Goran Kabak, Ozan Kabak, Freunde, das Video ist schon lange. Das war's mit dem Bundesliga-Preview, ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns dann morgen 15 Uhr hier auf YouTube im Livestream. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis morgen, Freunde, haut rein und ciao, ciao. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want. So I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man?